Hallo und herzlich willkommen bei Katplosiv. Wer die aktuelle Kirchenkrise beobachtet, dem wird natürlich sofort auffallen, dass die Modernisten einen brutalen Kampf gegen die Mundkommunion führen. Die Modernisten, sie fordern die Handkommunion. Sie zwingen sie den Gläubigen richtig auf. Die Handkommunion im Stehen. Wobei es ja gängige Praxis ist, die Mundkommunion im Knien zu empfangen. Was ja auch nachvollziehbar ist, denn wir als Katholiken, wir glauben und wir wissen, dass in jedem Partikel der konsekrierten Hostie des Leibes unseres Herrn, der Herr Jesus Christus, ganz und gar gegenwärtig ist. Durch die kniende Mundkommunion wird natürlich dem Herrn selbst allerhöchste Ehre erwiesen, die wir ihm in diesem Moment erweisen können, denn wir knien uns vor dem König der Könige und Herr der Herren nieder. Die stehende Handkommunion hingegen ist natürlich eine sehr profane Art und Weise. Wenn du jetzt in den Buckingham Palace eingeladen wirst und König Charles steht vor dir, dann wird dir zuvor definitiv eine gewisse Knigge beigebracht, dass du dich vor dem König niederkniest und dass du bestimmte Verhaltensmuster zu erfüllen hast. Was ja auch nachvollziehbar ist, denn er ist ein König. Zwar ein weltlicher König, dennoch müssen wir ihm in seinem eigenen Haus einen gewissen Respekt entgegenbringen. Das wird auch jeder Mensch nachvollziehen, aber sind wir in der Kirche, im Hause Gottes. Und der Priester zeigt uns den Leib des Herrn und sagt noch, der Leib Christi, und wir bestätigen es mit Amen. Dann sollen wir vor dem Herrn, dem König der Könige, dem Schöpfer des Weltalls, nicht auf die Knie gehen? Da sieht man, was für ein Geist diese Modernisten treibt. Dieser Kampf gegen die Mundkommunion ist aber nicht neu. Ich möchte euch mal von einem richtig heftigen Fall berichten. Dafür blicken wir hier in das Buch Offener Brief an die ratlosen Katholiken von Erzbischof Marcel Lefebvre, dem Gründer der Piusbruderschaft. Er berichtet Folgendes auf Seite 200. Die Spaltung wirkt sich selbst auf die einfachsten Kundgebungen der Frömmigkeit aus. Im Department Val de Marne ließ das Ordinariat 25 Katholiken, die seit langen Jahren in der Privatkapelle eines Pfarrers in Rosenkranz beteten, durch die Polizei vertreiben. Das ist noch nicht der knallharte Fall, aber da sieht man schon, was für ein Wind durch die Kirche geweht ist, kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die frommen Gläubigen aus den Kapellen vertrieben wurden mit Hilfe von der Polizei, dass in Frankreich, einem umgangssprachlich christlichen Land. Jetzt geht's weiter. In der Diözese Metz ließ der Bischof den kommunistischen Bürgermeister einschreiten, um die Kündigung der Miete eines Lokals durchzusetzen, das eine Gruppe von Traditionalisten überlassen worden war. Wie gesagt, kurz nach dem Konzil. Die alte Messe war nicht verboten, die Mundkommunion war nicht verboten, dennoch wurden Traditionalisten vom Bischof aus ihren angemieteten Lokalen vertrieben mit Hilfe des Staates. Und jetzt kommt der eigentliche knallharte Fall, weswegen ich dieses Video überhaupt mache. In Kanada wurden 6 Gläubige vom Gericht, das nach dem Gesetz dieses Landes hierfür zuständig ist, verurteilt, weil sie darauf bestanden hatten, kniend zu kommunizieren. Der Bischof von Antigonish hatte sie, Zitat, wegen absichtlicher Störung der Ordnung und Würde eines Gottesdienstes angeklagt. Die, in Anführungszeichen, Störer wurden vom Richter mit 6 Monaten Bewährungsaufsicht freigelassen. Ein bischöfliches Verbot für die Christen, vor Gott die Knie zu beugen. Wir sehen das Problem des Modernismus schon ganz früh in der nachkonziliaren Zeit. Traditionalisten waren unerwünscht. Sie wurden mit der Polizei aus ihren angemieteten Lokalen vertrieben und aus Privatkapellen von Pfarrern, welche es geduldet hatten oder es vielleicht auch gut geheißen haben, dass diese dort Rosenkranz beten. Aber dann, ganz hart, der Fall in Kanada. 6 gläubige Katholiken, die auf die kniende Mundkommunion bestanden haben, wurden verhaftet. Der Priester,
beziehungsweise der Bischof, meine ich, hatte sie angezeigt wegen Störung und Entwürdigung des Gottesdienstes. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Gläubige, die beugen die Knie, wie sie es wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang, ihr ganzes Glaubensleben lang getan haben beim Empfang der Heiligen Kommunion, und dann werden sie dafür verhaftet und kriegen eine 6-monatige Bewährungsstrafe wegen Störung eines Gottesdienstes, wegen Störung der Würde des Gottesdienstes. Dabei ist es doch die würdigste Art und Weise, die Heilige Kommunion zu empfangen. So eiskalt und knallhart sind die Modernisten wirklich. Sie würden uns, glaubenstreue Katholiken, am liebsten komplett ausradieren aus der Kirche. Sie würden sogar rechtliche Mittel, wenn es ihnen möglich wäre, ranziehen, nur damit wir weg sind. Aber wir sind nicht weg. Wir bleiben stehen und wir bleiben auch knien. Von daher, lasst euch von sowas nicht entmutigen. Die katholische Kirche wird niemals vergehen. Wir empfangen weiterhin würdig die Heilige Kommunion. Wir knien uns hin, ob es erwünscht ist oder nicht. Wir gehen zur heiligen Beichte und wir bleiben dem Herrn und seiner Kirche treu. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.